Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 10 Minuten live, dem Facebook-Talk der Unionsfraktion. Heute mit einem besonderen Thema. Ja, ich würde sagen, ein Thema, was Sie wahrscheinlich nicht gleichgültig lässt, was ganz Besonderes. Es soll gehen um 30 Jahre friedliche Revolution, also die Zeit, in der Zehntausende von DDR-Bürgern auf die Straße gegangen sind, demonstriert haben, anschließend der Mauerfall und die Wiedervereinigung Deutschlands. Und damit das ein richtig gutes Gespräch wird, habe ich eine ganz tolle Gesprächspartnerin an meiner Seite. Es ist die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von CDU/CSU hier im Deutschen Bundestag, Gitta Connemann. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, Herr Marx. Freue mich, hier zu sein. Bevor wir jetzt inhaltlich durchstarten, noch kurz der Hinweis an Sie. Sie haben uns schon einige Kommentare und einige Fragen zu dem Thema geschickt. Die wollen wir in den kommenden Minuten auch intensiv diskutieren. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie sich trotzdem noch weiterhin beteiligen. Schreiben Sie uns doch einfach unter den Stream, welche Erinnerungen Sie haben, welche Erlebnisse Sie mit der Zeit verbinden, oder stellen Sie uns gerne Ihre Fragen. Wir schauen zwischendurch auf den Laptop und versuchen, das dann noch mit reinzunehmen. Ich habe es gesagt, ein ganz spannendes Ereignis, Frau Connemann, 30 Jahre ist das jetzt schon her. Was bedeutet eigentlich für Sie persönlich die friedliche Revolution? Für mich persönlich ist das an erster Stelle ein Wunder, denn seit 1946 gab es eine Diktatur in der DDR bis 1989, und dass Menschen es geschafft haben, mit friedlichen Mitteln, also durch Widerstand, durch Kerzen, gewaltfrei eine Diktatur zum Sturz zu bringen. Das ist für mich ein Wunder, und es ist natürlich auch eine riesige Freude, dass ja Menschen, die Mut haben, die Welt verändern können. Ein Wunder. Ich kann mich noch ganz gut erinnern, ich war so als Kind, saß ich vorm Fernsehgerät, habe das alles mit offenem Mund verfolgt. Haben Sie auch noch Erinnerungen an diese Zeit? Wir könnten vor demselben Fernseher gesessen haben, denn viele in Westdeutschland, und wir beide kommen aus Westdeutschland, haben diese Entwicklung am Fernseher ja doch wahrgenommen. Und zwar wahrscheinlich erst bei dem Sturz der Mauer. Das war für die meisten Westdeutschen das einschneidende Erlebnis. Es ist die westdeutsche Sicht auf friedliche Revolution. Wenn ich jetzt mit jemandem aus dem Osten spreche, wird er sagen, na ja, das war der Schlusspunkt. Das ging doch viel früher los. Da gab es Widerstand in der sowjetischen Besatzungszone. Es gab den Aufstand 1953. Es gab Jahre um Jahre immer wieder zivilen Protest, für den Menschen übrigens auch eingesperrt wurden, die mit ihrem Leben dafür bezahlt haben, die aber auch Repressalien hinnehmen mussten. Und dann gab es ja die Montagsdemonstration in Leipzig, aber auch in Plauen, in der ganzen DDR. Und das heißt, für jemanden, der aus dem Osten kommt, ist der Sturz der Mauer eher ein Endpunkt. Und für uns aus dem Westen war es dann manchmal der Beginn. Frau Connemann, wenn wir gerade mal hier schauen, da hat uns Manuel Dittmers schon gerade geschrieben, er war auf der Mauer, als sie endlich fiel. Auch ein spektakulärer Ort. Unglaublich. Ich sehe noch diese Bilder vor mir, diese vielen, vielen, vielen Menschen auf der Mauer, die übrigens damals nicht wussten, ob das alles gut geht. Deswegen an Manuel Dittmers erstmal einen Riesenrespekt. Das setzte auch am 9. November richtig Mut voraus. Heute sagen wir, ja, es ist alles gut gegangen, aber es war damals eben überhaupt nicht planbar. Und von daher, ich ziehe meinen Hut vor Ihnen. Frau Connemann, jetzt könnte man sagen, oder jetzt wäre es naheliegend, dass man als Fraktion, Bundestagsfraktion hier in Berlin dieses Ereignis im Stillen, vielleicht so ein bisschen im Leisen begeht, aber das ist gar nicht der Fall. Die Unionsfraktion ist letzte Woche extra nach Leipzig gefahren, um das auch zu feiern. Vielleicht können Sie uns mal kurz sagen, was ist da eigentlich in Leipzig passiert? Wieso gab es da diese außerordentliche Fraktionssitzung? Ja, es war etwas ganz Außergewöhnliches. Normalerweise tagen wir als CDU/CSU-Bundestagsfraktion hier. Sie sehen ja so ein bisschen den Hintergrund auch. Das heißt im Reichstag, in den Gebäuden des Bundestages. Und wir reisen in der Regel nicht. Und dann haben wir es doch getan, nämlich vergangene Woche haben sich Hunderte von Abgeordneten auf den Weg gemacht nach Leipzig, und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Die Menschen,
die sich auf den Weg gemacht hatten, um die Mauer zum Einsturz zu bringen, waren nicht in Berlin, sondern sie waren eben in Leipzig, sie waren in Plauen, sie waren in Cottbus, sie waren in Erfurt, sie waren überall im Osten, aber es gab sicherlich Leipzig als zentralen Punkt, wo zum Beispiel auch Widerstand sich ja nicht nur gebildet, sondern auch organisiert hat. Und wir dort natürlich auch den zentralen Anknüpfungspunkt der Friedensgebete in der Nikolaikirche hatten. Dort sind wir auch gewesen, haben übrigens an den Fenstergittern der Nikolaikirche Blumen angebracht, um zu gedenken an die Menschen, die diesen Protest mit ihrem Leben bezahlt haben. Das gehört zur Wahrheit dazu. Friedlicher Widerstand bedeutete auch die Gefahr, erschossen werden zu können, zu ertrinken, abzustürzen, inhaftiert zu werden, sein eigenes Leben in Frage gestellt zu sehen. Wir waren übrigens danach dann in der Runden Ecke. Die Runde Ecke war ja ein Stasi-Gebäude, wo diejenigen, die den Mut hatten zum Protest, sich nicht nur Fragen stellen mussten, sondern auch in der Gefahr waren, gefoltert zu werden, inhaftiert zu werden. Und dann am Ende eine große Veranstaltung, in der auch Zeitzeugen zu Wort gekommen sind, aus dem Osten und aus dem Westen. Und das war unglaublich beeindruckend, weil wir damit auch noch einmal deutlich gemacht haben, es gibt keinen Anlass, dieses SED-Unrecht zu verharmlosen, zu nivellieren. Unrecht lässt sich nicht relativieren. Und es war Unrecht an den Menschen dort. Und das ist wichtig, es zu sagen. Sie schildern sehr eindrucksvoll jetzt dieses ganze Setting. Das war sehr atmosphärisch. Jetzt gab es auch einen Aufruf, den Leipziger Aufruf, den die Unionsfraktion verabschiedet hat. Also da wurde es dann auch noch mal politisch. Was hat es damit auf sich? Der Leipziger Aufruf ist auf der einen Seite natürlich auch ein Erinnern. Übrigens nicht nur an diejenigen, die im Frühjahr, Herbst 1989 auf der Straße waren, sondern an die vielen, vielen Menschen, die über 40 Jahre hinweg einen persönlichen Beitrag zum Widerstand geleistet haben. Und die dürfen wir nicht vergessen. Widerstandsgeschichte ist eben lang gewesen in der DDR. Wir haben daran erinnert, dass die Menschen in der DDR auch heute noch im Osten einen hohen Preis gezahlt haben. Wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg die Chance, in einer Demokratie auch groß zu werden, mit allen Vorteilen, die sich daraus ergeben. Das hatten die Menschen in der DDR nicht. Und dann kam die Wende, die für viele auch den Bruch ihrer persönlichen Biografie dargestellt haben. Und auch deutlich zu machen, da ist ein hoher Preis bezahlt worden, der zum Teil auch heute noch nachwirkt, sowohl bei den Opfern wie auch bei denjenigen, deren Biografie gebrochen ist, war uns wichtig. Und das Wichtige war, den Brückenschlag zu machen aus der Vergangenheit zur Gegenwart. Und was ist das verbindende Element? Das verbindende Element ist die Übernahme von eigener Verantwortung. Die Menschen, die in der DDR auf die Straße gegangen sind oder anderweitig Widerstand geleistet hatten, hatten den Mut, Verantwortung zu übernehmen. Ob ich diesen Mut damals gehabt hätte, weiß ich nicht. Es ist heute einfach zu sagen, ich hätte das auch gemacht, ich kann das aber nicht sagen. Und diese Möglichkeit, selbst Verantwortung zu übernehmen, haben wir heute. Und wir müssen es auch tun. Denn ehrlicherweise gibt es ja Probleme, die wir angehen müssen. Aber es gibt auch extremistische Tendenzen, Entwicklungen. Und da sind wir alle gefordert. Und wir können auch alle etwas tun. Das haben wir gelernt durch den friedlichen Widerstand. Ich will Ihnen mal zwei, drei Kommentare vorlesen. Da haben viele uns geschrieben, die sehr was sehr Positives mit dem Tag auch verbinden, mit den Ereignissen. Angelika Knies zum Beispiel mahnt, vergesst diese Freude und Erleichterung über diesen gewaltfreien Tag nie. Oder Herr Haas sieht den Mauerfall als Glücksfall in der deutschen Geschichte. Das sind sehr positive Kommentare, aber wir wollen gar nicht verschweigen. Wir haben auch ein paar kritische Fragen bekommen. Und da möchte ich gerne mal eine von Svenja Hensens reinnehmen. Die macht sich vor allem Gedanken über die Fehler, die gemacht wurden damals. Also sie meint, den Menschen in den neuen Bundesländern wurde unser Grundgesetz, ja unsere Gesetze übergestülpt. Wir hätten uns zusammensetzen sollen und ein Grundgesetz schaffen sollen, welches in beider Sinne gewesen wäre.
Frau Konnemann, würden Sie jetzt mit 30 Jahren Abstand sagen, hat das damals alles gut geklappt? Diese Frage habe ich selbst gestellt an Wolfgang Schäuble, der damals Innenminister war und diesen Prozess ja begleitet hat, der deutschen Einheit, und an Richard Schröder. Richard Schröder war seinerzeit für die SPD Vorsitzender der Fraktion in der Volkskammer. Und ich habe beide gefragt, hat die Bundesrepublik damals der DDR ihr System übergestülpt? Und beide haben gesagt, nein, denn wir hatten gar keine andere Möglichkeit. Rufen wir uns die Situation in Erinnerung. Die Menschen stimmen mit den Beinen ab. Das heißt, sie sind gegangen. Sie haben das Land verlassen. Es gab jede Woche Menschen, die auch zu Besuch in der BRD waren, zurückkamen und sich unzufrieden im System fühlten. Immer mehr flohen, es gab immer mehr Ausreiseanträge. Es gab die Menschen in den Botschaften, die sagten, wir wollen unter diesen Voraussetzungen nicht in diesem System bleiben. Und die übrigens auch skandierten, und das haben wir dann in der Runden Ecke gesehen, dort gibt es ein wunderbares Museum, diesen einen Satz, kommt die D-Mark nicht zu uns, kommen wir zu D-Mark. Das heißt, die Menschen sind gegangen und haben abgestimmt. Und dann gab es ein kleines Zeitfenster, denn am Ende haben ja nicht die Deutschen alleine diesen Prozess auf den Weg gebracht, sondern es war ein europäischer, ein internationaler Prozess. Ohne die Unterstützung aus den USA, ohne die Unterstützung aus Russland, wäre das nicht möglich gewesen. Und es gibt ein ganz bewegendes Zitat von Michail Gorbatschow, der sagte, bitte macht schnell, denn es gibt nur ein kleines Zeitfenster und ich weiß nicht, wie wir diese Offenheit, die wir euch zeigen, innenpolitisch noch darstellen sollen. Und das heißt, wir hatten nicht hunderte von Möglichkeiten, sondern Richard Schröder sagte, es gab damals dieses eine Sonderangebot, natürlich zu überraschenden Sonderkonditionen auch. Es kam auf einmal und da gab es nur die Möglichkeit zu sagen, wir machen es jetzt, wir begeben uns auf den Weg oder wir lassen es sein. Und ich bin unglaublich glücklich und immer noch berührt und dankbar, dass dieser Weg gegangen wurde, nämlich um einen Traum auch zu vollenden, der im Grundgesetz stand, nämlich die Einheit. Ich glaube, Herrn Zimmermann wird das jetzt sehr freuen, dass Sie schon von sich aus Gorbatschow angesprochen haben. Er hat uns nämlich die Frage gestellt, ohne Gorbatschow gäbe es die Wiedervereinigung doch gar nicht. Wo ist der Dank an Russland? Also Sie haben ihn jetzt schon gewürdigt. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass das in der Geschichtsschreibung, dass Gorbatschow da tatsächlich so ein bisschen unter den Tisch fällt? Nein, also gerade im Vorfeld der Veranstaltung habe ich noch mal ganz, 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 ganz viel gelesen. Ich meine, ich bin jetzt auch ein bisschen älter geworden, 30 Jahre, da vergisst man das eine oder andere. Aber es gab in dieser Zeit so unendlich viel. Das war ja Schlag auf Schlag und nicht nur Tag für Tag, sondern man hatte den Eindruck, stündlich passiert etwas. Und wenn man Geschichtsbücher liest, dann gibt es diese Erinnerung, diesen Respekt auch für Personen, die einen Beitrag geleistet haben. Dazu gehört übrigens auch Johannes Paul II., der damalige polnische Papst, der den Menschen sagte, habt keine Angst. Das ist ein starker Satz. Man muss ihn dann für sich vollziehen, keine Angst zu haben, wenn man Panzer auf der Straße sieht, wenn man Polizisten mit Waffen auf der Straße sieht. Und dann gab es zum Beispiel die Bewegung von Solidarność, Lech Walesa. Ohne diese Freiheitsbewegungen, auch aus der Arbeiterschaft in Polen, aber durchaus auch in Ungarn etc., wäre die Einheit sicherlich ebenso wenig möglich gewesen wie ohne diese beiden großen Protagonisten. Und das waren Michail Gorbatschow auf der einen Seite und George Bush auf der anderen Seite. Hinzu kommt übrigens Helmut Kohl. Denn Helmut Kohl hat eines verstanden, dass er alle Beteiligten an den Tisch brachten und auch Ängste nahmen. Denn zur Wahrheit gehört, dass natürlich Frankreich, England durchaus auch Angst hatte vor einem starken Deutschland. Und er hat mit auch seinem Wort dafür gesorgt, zu sagen, wir wollen hier nicht wieder ein großdeutsches Reich werden, sondern wir wollen diesen Traum leben,
ein Deutschland wieder unter einem Dach leben zu können. Und von daher, die Geschichtsschreibung wird diesen Personen gerecht. Und deshalb haben wir das übrigens auch aufgenommen in unserem Leipziger Aufruf. Ich kann nur empfehlen, es zu lesen. Ich persönlich finde, es lohnt. Übrigens auch die Forderungen, die wir zum Schluss stellen. Wir beschäftigen uns mit diesem Thema ja seit geraumer Zeit. Das ist für uns keine Eintagsfliege, sondern etwas, das uns ja auch selbst geprägt hat. Und wir haben bereits im März einen Forderungskatalog verabschiedet als CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und wir haben drei Forderungen noch einmal daraus aufgenommen und besonders in den Mittelpunkt gestellt, neben dem Erinnern. Und das eine ist tatsächlich auch der Bau eines Mahnmals für die Opfer der kommunistischen Gewaltherrschaft. Denn das war es und das dürfen wir nicht vergessen. Es ist erst 30 Jahre her, dass Menschen mit ihrem Leben hier in Deutschland dafür bezahlt haben, dass sie nur eines wollten: Freiheit. Freiheit des Worts, Freiheit der Information, Freiheit der Reise. Das zweite ist, dass wir wollen ein Zentrum für Oppositions- und Widerstandsgeschichte, übrigens auf einem historischen Gelände, nämlich dem Gelände der ehemaligen Stasi-Zentrale hier in Berlin, um deutlich zu machen, was können wir lernen aus der Geschichte und wie können wir Demokratie stark machen, damit uns sowas nie wieder passiert. Und das dritte ist dann ein Freiheits- und Einheitsdenkmal in Leipzig. Wir versuchen ja gerade, ein solches zu realisieren in Berlin. Und wenn die Fledermäuse uns lassen, dann wird es irgendwann wohl auch der Fall werden. Aber das sind zentrale Forderungen, die deutlich machen, für uns sind 30 Jahre Mauersturz auf der einen Seite Erinnerung und auf der anderen Seite ein Auftrag für die Gegenwart. Und wir würden uns freuen, wenn Sie uns dabei begleiten. Auch noch der Hinweis an dieser Stelle, den Leipziger Aufruf können Sie selbstverständlich online nachlesen. Gehen Sie auf unsere Seite cdu-csu.de, dort ist er auch mit dem Artikel verlinkt zu den Ereignissen in Leipzig. Frau Konnemann, Ulrich Zehetbauer, der ist so ein bisschen genervt vom Vorwurf vieler Ostdeutscher, dass ihre Lebensleistung zu wenig wertgeschätzt würde. Er meint, man solle erstmal ein Land finden, in dem die innerstaatliche Solidarität derart ausgeprägt war wie in Deutschland. Jetzt stelle ich mal die umgekehrte Frage. Können Sie es vielleicht sogar ein Stück weit verstehen, wenn viele ostdeutsche Mitbürger das Gefühl haben, dass ihre Lebensleistung nicht gewürdigt wird, ausreichend? Ich verstehe beide. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass natürlich viele Menschen in Westdeutschland damals ebenfalls einen Beitrag geleistet haben und gestützt und geholfen haben. Das sind zum Beispiel auch Journalisten gewesen, die dafür sorgten, dass Berichterstattung hier stattfindet. Sei es RIAS Berlin, aber eben auch die Journalisten, die für Kontraste gesendet haben, darüber berichtet haben, was in der DDR passiert und damit übrigens auch den Widerstandskämpfer den Rücken gestärkt haben. Das sind übrigens auch die Menschen, die über viele Jahrzehnte hinweg Pakete in den Osten geschickt hatten, die Ausreisegesuche unterstützt haben, die versucht haben zu helfen, Kommunen mit Städtepartnerschaften, Gemeindepartnerschaften, da ist so viel passiert. Und am Ende natürlich auch diejenigen, die seinerzeit hier in Westdeutschland gesagt haben, wir unterstützen den Weg der Einheit, ohne übrigens zu wissen, was auf uns zukommt. Denn am Ende war es ein Stückchen eine Blackbox. Was ist da eigentlich? Was passiert? Was wird uns das abfordern? Und sie waren bereit, einen Preis zu zahlen. Ich nenne nur das Thema Soli. Und auf der anderen Seite verstehe ich auch diejenigen, die sagen, meine Güte, sieht doch unsere Situation in Ostdeutschland. Wir hatten 40 Jahre lang keine Demokratie. Wir hatten keine Wirtschaftsentwicklung, wie ihr sie hattet. Wir sind von vielen Entscheidungen, die für euch selbstverständlich waren, abgeschnitten worden. Und hinzu kommt am Ende da etwas sehr Menschliches. Wenn Menschen gefragt werden, geht es dir gut, dann werden sie in der Regel nicht sagen, na ja, ich habe ein dolles Einkommen und ich habe in meinem Land, in dem ich lebe, gibt es ein tolles Bruttoinlandsprodukt und weiß der Himmel. Sondern er wird in der Regel sagen, wie geht es meinem Nachbarn, was hat der? Und ohne Frage, den Menschen in Frankfurt an der Oder geht es heute sehr viel besser als den Menschen in Frankfurt an der Oder
vor 30 Jahren. Und dennoch werden Sie sehen, was ist in Frankfurt am Main. Das ist sehr menschlich und deshalb können wir auch am Ende nur alle einen gemeinsamen Beitrag leisten, mehr miteinander zu reden. Woher kommen vielleicht Verletzungen? Was hat der jeweils andere getan? Und demjenigen dann auch mit Respekt zu begegnen. Denn das haben die meisten verdient. Frau Konnemann, ich möchte noch eine letzte Abschlussfrage mit reinnehmen. Und zwar Elmar Thomas hat uns geschrieben und er sagt, in der DDR gab es viel Unrecht. Das kritisiert er und fragt sich jetzt, wird das noch weiter aufgeklärt oder ist das abgehakt? Wie ist da die Befindlichkeit in der Unionsfraktion? Also für uns wird dieses Unrecht niemals abgehakt sein. Denn wenn ich mit den Betroffenen rede, ihre persönlichen Geschichten höre, sind die so ja nicht nur bewegend, sondern zum Teil aufrüttelnd, dass jeder, der hier einen Strich darunter machen will, einfach gestoppt gehört. Ich kann ein Stückchen den Hintergrund wahrscheinlich der Frage von Herrn Thomas verstehen, denn aktuell haben wir beschlossen, dass das Stasi-Unterlagenarchiv überführt werden soll in das Bundesarchiv. Und da gibt es Menschen, die sich Angst machen und sagen, aha, jetzt ist es Schluss, jetzt ist gut. Nein, ist es nicht, sondern es geht am Ende darum, dieses Stasi-Unterlagenarchiv in das große Bundesarchiv einzubetten, um noch mehr Aufklärung treiben zu können. Deswegen wollen wir übrigens auch natürlich an der Person nicht nur des Stasi-Unterlagenbeauftragten festhalten, sondern diese Person weiter ausbauen, dieses Amt weiter ausbauen zu einem Opferbeauftragten. Solange es Opfer gibt der SED-Diktatur von kommunistischer Gewaltherrschaft, sind wir gefordert, uns denen zu stellen. Es gibt manche, die sind jetzt gerade erst 30, 40 Jahre alt. Das sind zum Beispiel die jungen Menschen, die zwangsadoptiert wurden. Sie wurden ihren Eltern weggenommen, weil ihre Eltern eine eigene Meinung hatten. Die Kinder wurden ihnen weggerissen, sie wurden in Heime gegeben oder sie wurden zur Adoption freigegeben. Und diese Kinder, die heute erwachsen sind, sind ebenso Opfer dieses Unrechts wie übrigens auch diejenigen, die gegebenenfalls 1960 mit einem Transparenz für mehr Meinungsfreiheit geworben hatten und dafür zum Beispiel in Bautzen gesessen hatten. Und das dürfen wir nicht vergessen, das werden wir nicht vergessen. Und deshalb gibt es für uns in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion keinen Schlussstrich. Das war, wie ich finde, ein ganz fantastisches Schlusswort. Ich habe jetzt zwischendurch mal auf die Uhrzeit geschaut. Unser Format heißt eigentlich 10 Minuten live. Wir haben deutlich überzogen, aber ich glaube, es hat sich heute wirklich gelohnt, weil es wirklich ein spannendes Thema ist. Und deswegen würde ich auch Sie, Zuschauerinnen und Zuschauer, gerne auffordern, mit uns weiter zu diskutieren. Beteiligen Sie sich an der Diskussion, schreiben Sie uns bei Facebook, was Sie bewegt, wie Ihre Erinnerungen waren oder sind und vor allem, ob Sie noch weitere Fragen haben. Wir recherchieren das und geben Ihnen selbstverständlich Antwort. Aber an dieser Stelle möchte ich erstmal zumindest für das Facebook Live mich ganz recht herzlich bei Frau Konnemann bedanken. Schön, dass Sie da waren. Und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder bei uns reinklicken. Tschüss aus Berlin. Tschüss.